Hallihallo, Hallöche Popöche, grüß die zu einem neuen Part. Und wie ihr seht, ich habe sofort weitergemacht. Er tankt immer noch ab. Und dann fährt er weiter. Und wir stellen uns hier an den Rand. Und ich hoffe mal, dass er das jetzt auch schafft, das Feld. Dann können wir rüberlaufen. Ich möchte nur ganz kurz nochmal einen Kontrollblick. Ja, also er macht hier weiter. Ich lasse die Spielgeschwindigkeit auf 15. Erst einmal. Ich möchte hier kein größeres Risiko eingehen. Mit dem Abtanken. Da müssen wir jetzt auf der anderen Seite ein bisschen Gas geben. Denn wir haben ja nur diesen einen Anhänger. Und entweder muss der Case warten. Oder wir bringen vorher schon mal den Anhänger weg. Was irgendwo ein bisschen doof wäre, hier wieder herzukommen, ne? Wobei. Man hätte jetzt auch schon wieder sehen können hier. Irgendwie fleucht sich mir das Gefühl ein, wir haben den Traktor zu wenig. Der vorne an der Sämaschine steht zwar im Moment rum, aber den werden wir auch gleich brauchen. Das heißt, wir können da gar nicht umsetzen. So, und hier vorne, also hier, die sind auch alle in der Gänge. Nur der Blick aufs Konto. Der sagt mir eindeutig, nicht möglich. Gut, leben wir mal in der Lage, in der Situation. Wir werden ja gleich sehen, wer hier zuerst fertig ist und so weiter und so fort. Und dann machen wir einfach. So, ich denke mal, ein oder zwei Bahnen wird unser Sampo noch benötigen. Wie sieht es denn bei unserem Case aus? 75%, okay. Ich glaube, auf unserem Anhänger passen eh bloß noch eine Ladung. Kriegt da alles mit? Ja, er räumt ab, letzte Bahn, wunderbar. Dann passt das auch. Dann können wir ihn hier leer machen. Können dann den Anhänger in unser Silo bringen und können rüberfahren zum Case. Ach, wie ich das wieder so alles mache. Wie geplant. Nur dreckig ist er. Der Sampo. Tja, man kann nicht alles haben. Ich weiß gar nicht, kann man Kercher hier hinsetzen? Wo muss ich da hingehen? Bei Gewichte war der Kercher nicht. Jetzt fängt wieder diese Sucherei an. Ich fasse es nicht. Spritzen. Ne? Kercher, komm. Lalala, lalala. Wo war der Kercher? Das hatten wir schon mal, dass ich hier gesucht habe und gesucht habe. Das geht gar nicht.
Da ist er doch. Platzierbare Objekte. So, jetzt gucken wir mal. Wir sind da. Ach Gott, sieht das süß aus. Jetzt mal ohne Scheiß. Das sieht richtig cool aus. Mit Raufsicht. Kann ich den hier irgendwo deponieren? Das wäre der Hammer, oder? Hier einfach mal einen Kercher irgendwo hinstellen. Kaufen 4500. So, wenn ich den jetzt hier hinstelle, zack, ist der gekauft. Glaube ich. Das prüfe ich jetzt mal. Sieht man das von hier? Komm mal, Fahrwerk hoch machen kurz. Ich möchte das echt mal wissen, ob der Kercher jetzt da steht. Das gibt's nicht. Wunderbar, Leute. Das heißt, wir können hier jetzt auch unsere Fahrzeuge waschen. Das habe ich ganz geschickt eingefädelt, finde ich. Saubere Sache. So, dann parken wir dich hier jetzt erstmal ab. Leeren, denn ja, unser Case hinten ist auch voll. Leeren unseren Anhänger hier. Nun komm schon. So. Mache ich jetzt. Aussteigen wollte ich. Ach Gott. Wenn's man mal eilig hat. Aber in der Ruhe liegt die Kraft. So, wenn er abgetankt ist, stellen wir ihn beiseite. Damit wir dann beim Strohaufladen nicht ins Gehege kommen. Wunderbar. Rohr einfahren. Hier müsste es okay sein. So. Und dann bringen wir mal das Getreide weg hier. Ja, Stroh verkaufen bringt natürlich nicht wirklich viel. Ne? Aber wir haben gelernt, dass es doch ganz effektiv sein kann, indem man halt dann die Kosten deckt. Und dann hoffe ich ja immer noch, dass hier irgendwann mal eine Anfrage kommt. Aber die lässt im Moment auf sich warten. Aber wir sind geduldig. So, unsere Sämaschine hier drüben müsste ja eigentlich auch fertig sein, sodass wir dann anfangen können, Zuckerrüben zu pflanzen, zu säen. Ich sehe aber noch, sie fährt noch. Ja, noch zwei Bahnen. Und dann haben wir das auch geschafft. So, dass der Käse jetzt schon wieder so ein bisschen länger steht. Finde ich auch auf eine Art überhaupt nicht gut. Aber im Moment haben wir leider nur einen Anhänger. Wenn wir uns da jetzt auch noch wieder einkaufen, dann heißt das wirklich, wir brauchen noch einen Traktor und das Geld haben wir leider nicht. Das geht im Moment nicht. Das kriegen wir nicht hin.
Aber ich bin da guter Dinge, dass wir das zeitlich eigentlich noch so ganz gut koordiniert bekommen. Wenn ich setze mir hier einfach mal die Geschwindigkeit des Spiels noch einmal runter auf 5. Ja, das Desaster geht weiter irgendwie. Ich denke mal, das hat was damit zu tun, dass wir vor 2 Folgen, glaube ich, irgendwann mal die Geschwindigkeit auf 120 hochgesetzt haben. Und das habe ich ja dann vergessen auszumachen. Also wieder runterzusetzen. Und deswegen war das Feld hier schon so richtig weit gereift. Und ich glaube, das ist das, womit wir im Moment echt immer noch zu kämpfen haben. So. Das läuft. Dann gehe ich mal eben hier rüber. Bring den Traktor noch ein bisschen dichter ran. Und dann setzen wir die Sämaschine schon mal gleich in Gang. So, plane drauf, falls es regnet. Mal einen Schluck trinken oder was? Nö. Ach Gott, da hinten laufe ich jetzt nicht hin. Dazu habe ich jetzt leider nicht den Nerv. So. Sämaschine läuft. Wunderbar. Gut, dann switchen wir in der Zwischenzeit hier wieder rüber. Und machen unseren Ladewagen nochmal voll. Werden wir auch noch einmal ansetzen müssen, sehe ich gerade. Schade eigentlich. Hab gedacht, wir schaffen das alles mit diesem Anhänger noch. Aber so einfach liegen lassen möchte ich es auch nicht. So, fertig. Er fährt wieder hoch. Hört man immer so schön. Und dann bringen wir das Stroh weg. Da oben kommt schon wieder ein Auto. Boah, hier unten auch. Ich heize jetzt aber im Moment auch lang. Wechseln mal wieder Außenperspektive. So, unsere Sämaschine ist fertig. Mit den Zuckerrüben.
Also finanziell glaube ich, im Moment kommen wir überhaupt nicht zu Potte. Das sieht echt aus wie ein Plus-Minus-Null-Geschäft. So. Ja, ein Blick auf die Uhr sagt auch schon wieder, 16 Minuten sind rum. Wir tanken das hier jetzt noch ab. Und dann machen wir in der nächsten Folge das Umdocken und das Säen von den Zuckerrüben. Ich hoffe, das funktioniert dann auch. Ja, und dann nehmen wir das restliche Stroh auf und dann werden wir weiter sehen. Das Rapsfeld oben. Ja, ich möchte gar nicht drüber reden. Zweimal da übergärtes Raps, das muss nicht sein. Tja, gut, können wir nicht ändern. Ich hoffe, dir hat die Folge trotzdem gefallen und sehe dich in der nächsten Folge wieder. Schreib ruhig unten rein, was kann man besser machen. Ich werde definitiv antworten. Lass einfach einen Kommentar da. Und ja, bis zur nächsten Folge dann. Hau rein. Tschüss.